Die Verantwortlichen des Reutlinger Landratsamts, die der Stadt Metzingen wie auch die zuständige Polizei, ziehen eine positive Bilanz des gestrigen Black Friday in der Outlet City Metzingen. Die meisten Kundinnen und Kunden hätten sich an das zu diesem Anlass extra neu entwickelte Hygienekonzept gehalten. Allerdings musste die City Mall mehrmals zeitweise geschlossen werden, da die Kundenobergrenze erreicht worden war. Außerdem sorgte ein herrenloser Koffer um die Mittagszeit für Aufregung. Nach einer kurzzeitigen Räumung des mutmaßlichen Gefahrenbereichs konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.